Bierfreunde von nah und fern und willkommen bei einem neuen Biertest mit mir, den alten Biersüffler. So, Freunde, was haben wir auf dem Gabentisch? Wir machen weiter mit der Niedersachsenliste und zwar mit einer neuen Brauerei, wobei so neu ist die gar nicht. Ich sag nur Wolters, ne? Da hatten wir schon ein paar Biere hier vorgestellt. Grüße gehen raus an Pinecraft, ne? Den Marcel. Und jetzt haben wir hier ein Hemmelinger Spezial Schankbier. Habe ich nachgeguckt, soll ein helles Lager sein. Sind wir mal gespannt, kommt hier in einer Steini-Flasche daher. Wasser, Gerstenmalz, Hopfen und Hopfenextrakt ist drin. Steht auch nochmal drauf, Hofbrauhaus Wolters GmbH. Ja, 4,7% hat der Spaß, ist ein Schankbier. Würde ich sagen, wir haben wieder Bierdurst, frisch aus dem Kühlschrank kommt der raus. Machen wir mal auf. Achso, ihr wollt ja wahrscheinlich sehen, die Kapsel hat einen eigenen Aufdruck bekommen. Und ja, sieht gut aus. Glaubt, es passt auch. Weil wir haben es richtig Frühling draußen jetzt, ne? Zum Zeitpunkt der Aufnahme. Hier ist gerade richtig Auszugsparty, könnte man fast schon sagen. Ihr kennt die Problematik. Aber ja, dann macht man doch alles wieder sauber. Man sortiert hier neu, hier schmeißt weg. Und das ist alles so frisch. Guck mal, hier war immer so ein Bierfleck drauf. Ist alles weg jetzt, ne? Toll. So, ich habe mal aufgemacht. Frische Sammler. So, ihr Lieben, wollen wir mal gucken. Also, Entspannungsverdampfung kommt schon mal raus, sieht gut aus. So, lassen wir mal laufen. Machen wir da so einen mittleren Einschank. So, läuft da schon mal recht gut da rein. So, wollen wir mal schauen hier. Ja, ist ein Bier. Gibt sich als Bier zu erkennen. Finde ich schon mal gut. Von der Blume her haben wir zwei fingerbreite Blume. Ich würde sagen, ja, schneeweiß das Ganze. Feinporig, also das ist durchaus feine Pore. Ein paar Luftbläschen sind da zwar drauf. Aber Kraterbildung sehe ich jetzt nicht. Und das bleibt auch richtig ordentlich an der Glaswand haften. Das heißt also, da sind schon durchaus ein paar Proteine drin. Schaut mal selbst. Das sieht doch schon mal richtig anständig aus, oder? Mhm. Schön, Freunde. Im Farbspektrum. Wo bewegen wir uns da? Oh, ganz klassisches Getreidegold, würde ich sagen. Das Ganze ist filtriert, sieht aber richtig schön saftig, richtig schön deep, tief aus. So soll das Ganze auch sein. Wunderbar. Karbonisierung, Kalonsch. Ja, gut. Ja, ich würde sagen solide, ne? Durchschnittlich. Ist jetzt eher so eine mittlere Perlung, aber immerhin schön gleichmäßig. Schwebeteilchen entdecke ich da nicht drin. Hat einen schönen Glanz übrigens. Und ja, sieht schön aus. Boah, was soll ich sagen? Also Optik, Ästhetik, ich glaube, da kann man sich nicht beschweren, oder? Das macht einen doch Appetit auch, ne? Also mir zumindest. 5/5/6 möglichen Punkten für die Optik, für die Ästhetik. So, dann wollen wir mal schauen, wonach es duften tut. Ja, oh, gut. Also das selbstbewussteste Bouquet ist es nicht, aber es ist zumindest wahrnehmbar, sage ich mal. Was man da so rausriecht, das würde ich jetzt durchaus tatsächlich schon so ein bisschen lieblich tatsächlich auch beschreiben wollen. Aber eher ein bisschen schwächer ausgeprägt. Nur mal probieren, ne? Mhm. Der Andrunk, ihr Lieben. Auf euch, zum Wohl, auf das Bier und auf den Genuss. Ja, wieder sehr weich vom Wasser her, finde ich gut. Also es ist ein sehr weiches Bier im Mundraum. Ja, also was Ähnliches habe ich erwartet. Hier so ein Durstlöscher, ne? Milder durch Durstlöscher. Fangen wir mal an, Attribute. Wo bewegen wir uns? Gemütliches oder dynamisches Bier? Ich glaube, erklärt sich von selbst, ist ein ganz zweifelsfreier, dynamischer Kandidat, der hat keinen Schluckwiderstand, den setzt er an, den zischt er weg, das ist was für einen Sommer, für einen Biergarten wieder, ne? Das ist so Schankbier, zack, und läuft halt. Ne? Aromaspitzen sind dann eher ein bisschen weniger vorhanden, zumindest das, was ich jetzt beim Antrunk herausgeschmeckt habe. Aber gucken wir mal weiter, schauen wir mal, was da noch so geht. Malzkörper wahrnehmbar. Ist jetzt nichts Besonderes. Leichte Getreidigkeit, milde leichte Getreidigkeit. Eher lieblich. Ziemlich spritzig. Also Kohlensäure ist schon wirklich auf der Zunge. Das prickelt ein bisschen. Ja. Überreife Apfel, überreife Birne, ne? Vom Fruchtkörper ausgehend. Ja, und dann so eine ganz leichte Hopfung vielleicht.
Ja, gut. Ist solide, ne? Hemmelinger. Ich meine, das ist so ein Bier zum ja, für eine gesellige Runde, ne? Gesellige Runde, Sommer, es ist warm, Biergarten draußen, ne? So in diese Richtung geht das. Das ist weit entfernt vom hedonistischen Hochgenuss. Also da Aromaspitzen, da sind ein paar feinere Nuancen, ja, tatsächlich. Du nimmst ein bisschen Aroma wahr, aber das ist richtig linear, ne? Und es ist aus diesem Grund ein bisschen unspektakulär, sage ich mal. Das ist ein absolutes Durchschnittsbier. Das machst du auf, das trinkst du, das kannst du auch deinen Gästen geben. Da hast du jetzt nicht so genug zu befürchten oder so. Das nimmst du auch als Wegbier. Das kannst du auch als Begleitung zum Essen nehmen. Für eine Grillparty vielleicht sogar auch. Für so ein Barbecue, da würde ich nur vorsichtig sein. Nicht zu schwere Salate oder so, weil dann geht das Bier völlig unter. Selbst zum Ablöschen könnte man das benutzen. Ja, ist okay. Ist okay. Weiches, mildes, lineares Bier. Absoluter Durchschnitt. 3/5/6 möglichen Punkten ist es mir wert. In dem Sinne, Bier so fleißig draußen. Ich sage schönen Dank fürs Zuschauen, fürs Interesse und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.